dachte, ich erwähne es mal so nebenbei. Mhm, gut. Weil auf, wenn du auf I klickst, ist für Missionsgegenstände eine eigene Tasche. Jetzt die Frage, wollen wir uns zurückporten oder wieder rauskämpfen? Hier sind wir mit allem durch. Hier sind wir erstmal durch. Ich weiß nicht, was sagt deine Quest? Zu Darth Barras, Jedi, kehr zum Lord. Das ist alles in der Akademie. Wem hat er jetzt gewunken? Ich denke mal, es wäre dann ganz praktisch, wenn wir erst noch schnell hier zum Händler wieder gehen und noch schnell verkaufen. Ich habe die beste Ausrüstung und die besten Preise. Ich werde auch noch die ganzen Rüstungssachen in Weiß und Grün verkaufen, die ich nicht mehr brauche. Da ich Heiler bin, werde ich auch die ganzen Medipacks verkaufen. Der Blaster. Oh ne, der Blaster war fett. Gefährte, das zog noch weg. Gefährte. Grüner Kristall, ist das. Gibt's hier Aktionshaus? Aktionshaus gibt's auch, kommt aber auch erst auf der Flotte. Also wäre sowas hier wichtig. Grüner Blochiro. Kannst du erstmal aufheben, das hattest du aus einem Handwerksbeutel, richtig? Keine Ahnung. Nicht drauf geachtet. Kann man ja erstmal behalten. Vielleicht lernst du ja auch sogar den Beruf, wo du die dann brauchst. Ja, mit Berufen muss ich mich dann nochmal schlau machen. Kniet nieder, ich bin zurück! Ja, geht doch. Verschwendet nicht meine Zeit, solange der Jedi. Hier mit dem Lord zuerst. Tretet näher. Ich nehme an, ihr habt die Aufgabe für mich erledigt. Ich werde das Holocron jetzt an mich nehmen. Jetzt wollen wir sehen, wie rein das Blut eurer Aufseher ist. Wir müssen endlich wissen, wie viel vom Erbteil der Alten noch in ihren Adern fließt. Aber sicher doch. Ihr macht euch über die Quellen eurer eigenen Macht lustig. Wie erbärmlich. Das Holocron. Es leuchtet weiß. Es gibt kaum noch Sith-Blut in der Akademie. Und nur ein einziger Aufseher trägt die roten Abzeichen. Es ist eine Schande. Ich werde dem Rat der Sith hiervon berichten. Wenn die wahren Sith überdauern sollen, müssen Maßnahmen ergriffen werden. Auch wenn das Blut der Sith nicht mehr da ist, werden die Lehren der Sith überdauern. Das ist ein und dasselbe. Ihr habt mir gut gedient. Es ist zu spät für mich, eure Ausbildung zu verändern. Aber in Zukunft werden Akolyten vielleicht vor den Reinblütigen knien. Wir haben einen Rock. Die Belohnung, wo er hat, ist bei mir. Meine ist besser. Okay, weiter. Jetzt wäre halt noch der Jedi und ansonsten die Klassenquest. Du bist auf dem Weg zu deiner Klassenquest? Hab's gemerkt. Ich komm. Ich hab gesagt, ich verlaufe mich hier. Du bist nicht vorgelaufen. Ich muss meinen neuen Rock begutachten. Ah. Du hast jetzt eine mechanische Stimme, ist das Luftqual? Ja, das kommt von dem Helm. Ich siege Helm. Ich kenne euch. Wir haben schon mal gesprochen. Mein Kopf ist jetzt klarer. Es ist alles da. Comlink, Lichtschwert, alles, was ich versteckt habe.
Ihr macht wirklich ernst. Mit all dem werde ich wohl aus der Akademie entkommen können, sobald die Wachen Schichtwechsel haben. Aber was ist mit euch? Werdet ihr Ärger bekommen? Korriban ist meine Heimat, Jedi-Abschaum. Ich fürchte hier nichts. Ich hätte daran denken sollen. Ich entschuldige mich für meine Bedenken. Ich verstehe immer noch nicht, warum ihr das tut, aber ich danke euch. Es ist wohl Zeit zu gehen. Wie ihr sagt, Sith. Ich danke euch nochmals. Es tut mir leid, dass das Imperium euch aufgenommen hat und nicht die Jedi. Unter anderen Umständen hättet ihr vielleicht dem Orden angehören können. Du hättest ein Jedi werden können. Die Lady will nochmal mit uns quatschen. Welche Lady? Die am Eingang. Lass mich nicht hier drin rumirre. Wo bist du denn? Ich glaube, ich war in der Kantine. Kantina-Musik. Wo Marin kommen hin wollte, nichts von uns wissen. Der Jedi bereitet also seine Flucht vor. Das habt ihr gut gemacht. Nicht perfekt, aber ich bin zuversichtlich, dass die Operation ein Erfolg wird. Die Angelegenheit ist abgeschlossen. Ich werde eure Mithilfe in meinem Bericht vermerken. Ich brauche euer Lob nicht. Nein, ich nehme an, das tut ihr nicht. Nehmt diese Münzen als Bezahlung für eure Dienste. Und seid euch bewusst, dass kein Jedi Korriban gefährden kann. Geht jetzt. Der Helm ist total hässlich. So, ich habe jetzt nur noch die Klassenquest. Ich denke mal, das höre ich mir jetzt noch an. Ja, meiner ist over. Ihr habt es geschafft, nicht wahr? Ihr habt die Scherben aus dem Grab geholt und kehrt nun zu Lord Barras zurück. Seid ihr hier, um mir zu gratulieren? Das werte ich als ja. Stopp es! Es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ich wollte durch das Grab gelangen, aber dort waren einfach zu viele Shyrex. Ich konnte knapp entkommen. Ich dachte, ich überrumple euch und nehme euch die Scherben ab. Aber wie ich sehe, ist das genauso zwecklos. Vemrin ist bereits mit Barras drin. Alle anderen Akolyten sind tot. Ihr wart meine letzte Chance. Das ist das Ende. Ich werde nie ein Sith. Wenn ich nicht mit den Scherben zurückkehre, wird Barras mich umbringen lassen. Ich erspare Barras die Mühen, euch beim Rumheulen zuzuhören. Sterbt! Ah, der Bittsteller kehrt zurück. Und er hat alle Scherben aus Tulak Horts Grab dabei. Fantastisch. Anscheinend wurden deine Hoffnungen zerstört, Vemrin. Der Anschein kann trügen. Entschuldige, Vemrin. Es hat ihm gar nicht gefallen, dass du ihm diese jungen Akolyten auf den Hals gehetzt hast. Auch wenn es nur untrainierte Novizen waren. Ich hoffe, er wartet nicht auf eine Entschuldigung. Das könnte nämlich lange dauern. Die Spannung ist stark zwischen euch beiden. Eine großartige Quelle für Emotionen. Ich frage mich, was passiert, wenn es zum großen Knall kommt. Ihr seid beide kurz davor, Sith zu werden. Doch nur einer von euch wird die Möglichkeit erhalten, ein besonderes Lichtschwert sein eigen zu nennen und als mein Schüler zu dienen.
Ich dachte, du wärst es, Vemrin. Doch ich habe meine Meinung geändert. Was? Ich habe alles getan, was ihr gefordert habt. Und das besser als die anderen. Die Ehre sollte mir gebühren. Ignoriert Vemrin, Lord Barras. Seine Welt bricht gerade zusammen. Im Moment ist Vemrin genauso gut wie du, doch die Macht ist stärker in dir, Akolyt. Und du verbirgst eine versteckte Kraft. Es war eine einfache Entscheidung. Also, Vemrin, warte in meinem Vorzimmer auf meine Anweisungen. Sofort! Also, ich hoffe, du hast wenigstens eine Ahnung, wie glücklich du dich schätzen kannst. Dass ich dich ausgewählt habe. Dank meiner Führung wird die Galaxis dir zu Füßen liegen. Ich kann's kaum erwarten, Schmerz zuzufügen. Das Lichtschwert, das du suchen wirst, ist alt und sehr mächtig. Es liegt in einer verbotenen Höhle in Nagasados Grab. Nur wenige Sith haben es je betreten. Fast niemand weiß, wo der geheime Eingang ist. Aber in den Sklavenpferchen ist eine Twi'lek, die vor kurzem gefasst wurde, als sie sich Zugang verschaffen wollte. Wie man hört, ist sie ziemlich stur. Nimm sie mit und lass dir von ihr den Eingang zur verbotenen Höhle zeigen. Das hört sich nach Spaß an. Ich werde es genießen, sie meinem Willen zu unterwerfen. Ja, beherrsche sie nach Belieben. Andere Akolyten, die gerade versuchen, ihre Prüfungen zu beenden, werden ebenfalls zum Grab geschickt. Die Regeln der Akademie gelten dort nicht. Sie werden versuchen, dich zu töten. In diesem Test wird sich entscheiden, ob du ein Sith wirst. Bereite dich also gut vor. Wer Nagasados Grab betritt, spielt mit dem Tod. Ja. Level 13. Wollt ihr wohl endlich aufhören? Ich versuche nur ein bisschen Spaß mit dir zu haben, solange ich es noch kann, Sklavin. Ah, wie auf Bestellung. Wen haben wir denn da? Es heißt, dass ihr vielleicht von Lord Barras geschult werdet. Gute Arbeit, wenn ihr es tatsächlich schafft. Also, wie ich höre, erlöst ihr mich von dieser Twi'lek. Sie ist eine echte Nervensäge. Ha! Wer ist hier eine Nervensäge? Wenn ich eine Säge hätte, wäre ich nicht mehr hier. Sieh es als Abschiedsgeschenk, Twi'lek. Anscheinend bist du doch zu etwas Nutze. Du machst einen Ausflug in das Grab, wo wir dich geschnappt haben. Ihr wisst nicht, wie man die Statuen im Grab aktiviert, um die verbotene Höhle zu öffnen, was? Ihr wollt etwas in dieser geheimen Sith-Kammer, oder? Kerkermeister, ich glaube, sie hat noch nicht genug. Einverstanden. Noch einer für den Weg. Genug! Hier, nehmt diese Fernbedienung. Ich stelle eine höhere Stufe ein. Wenn ihr sie oft genug schockt, zeigt sie euch sogar die Hintertür zu ihrem Elternhaus. Dann werde ich mal die Grabführerin spielen. Es hat ziemlich viel Zeit gekostet, diese Nuss zu knacken, aber da ich es schon mal geschafft habe, kann ich es wieder tun.
damit eines klar ist. Ich bin offiziell im Streik, was alle Arbeiten im Haushalt betrifft. Testen wir mal diese höhere Einstellung. Okay, das ist schlimmer. Aufhören! Ich werde euch zu den Zugangspunkten im Grab führen und dann die Geheimtür öffnen. Geht einfach vor. Ich denke, im Moment sind wir sicher. Ja, bin fertig. Jetzt geht's weiter mit der Quest Eine Karte der Zukunft. Ich habe eine Gefährtin. Du hast eine Gefährtin? Mhm. Kannst du die auch sehen? Ist das so eine Tänzerin? Wann fängt die an zu tanzen? Ne, die kann irgendwas in der Ruine lesen, was wir nicht können. Deswegen muss er mit. Ich hab keinen Gefährten. Ich hab sogar ein Schockgerät für sie. Also wenn sie nicht Spurt kriegt, sei nie. Cool. Gut, dann laufen wir mal raus. Von allen höheren Lehranstalten ist das hier sicher die gruseligste. Ach, dumme Sprüche hat sie auch drauf? Ja, ja. Kannst du die auch einfach so schocken oder musst du dafür im Gespräch mit ihr sein?